daneben gegrapscht. Okay, wir lassen ihn mal abhauen. Mann, ich schwitze schon wieder total, ey. Ich sehe ihn nicht mehr. Los, Musik. Weil die Musik so komisch ist hier, fühle ich mich überhaupt nicht sicher. Warte, ich versuche mal. Da lief er. Da lief er, er ist also weit weg. So, Sprinkler. Pam! Na toll. So, dann ab nach draußen zu dem Pastor. So, das Feuer ist aus und da geht es nach draußen. Durch die... Oh! Alter, hast du eine Meise? Okay, wenigstens macht er die Tür hinter sich zu. Alter Schwede. Darauf eine Pepsi. Ungesund. Also ich glaube, das Spiel kann ich nicht länger als, weiß ich nicht, eine Stunde oder so aufnehmen im Stück. Puh. So. Da ist der Fahrstuhl. Ah ja. Freiheit! So, suche Vater Martin. Wer rennt denn da mit Taschenlampe umher? Suche Vater Martin. Na, wenigstens sind wir schon mal draußen. So, da ist eine Tür. So, was haben wir hier? Oh, ein Schlüssel. Schlüssel für den Wartungsschuppen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich über die Gewitter freuen soll jetzt gerade. Oh Gott. Da wollte ich denn nicht lang hier. So, ich wechsle mal die Batterie. Der ist tot. Wo steckst du, Vater Martin? Gut. Vater? Man sieht auch so schlecht hier. Nicht mit... Was knackt denn hier so? Bin ich da? Alter, was ist denn das? Alter, das ist ja der Wall Rider. Scheiße, 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 scheiße. Was eine Kacke. Oh Mann, 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 Mann. Wo geht das denn hier weiter? Ich glaube, das ist so eine Stelle, wo ich meine ganzen Batterien verschwende. Bin ich von hier gekommen? Ist das der Wartungsschuppen? Ja, Tatsache. Speichert, okay. Wir haben einen Save Point. Mann, warum ist hier denn nirgends Licht an?
So. Oh! Alter! Hat er uns erwischt? Oh nein, er hat uns erwischt. Scheiße. Hä? Was? Was zum Geier war das denn? Hat er uns jetzt erwischt? Vater? Was denn jetzt? Ein Eintrag. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Oh ja. Und der ist vor uns auf dem Boden umhergerutscht. So. Hier geht's hinauf. Schöner Blitz. Ja, was sollen wir jetzt hier oben? Okay. Mit Anlauf. So, Leertaste springen und... Super. Drücke R, um Batterien aufzuladen. Ja, das werden wir mal tun. Okay. Und hinab. Oha. So, die Tür ist zu. Oh nein, wir sind schon wieder am Anfang, oder? Komm ich hier hoch? Also ich mit meiner Orientierung sowieso, ja? Soll mich hier in diesem dunklen Zeug zurechtfinden? Bin ich jetzt hier in eine Sackgasse gefallen? Hallo, Hilfe! Hier ist doch alles zu. Hätte ich hier runterfallen dürfen? Warum kannst du hier nicht wieder auch zurück aufs Dach springen? Och Mann, das ist doch scheiße. Komm ich. Ah, guck mal, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. So, und eine Leiter. Super. Gott, ey, dieser Weg, ja. Ich bin schon begeistert, dass ich die überhaupt finde, alles hier. Hüppa. Ja, und die Batterie blinkt schon wieder. So, da runter. Da runter. So, die Tür ist wieder mal zu. Ohne Nachtsicht siehst du echt hier gar nichts. Okay, da ist eine Tür. Ich hoffe, die ist offen. Und sie ist zu. Was ein Wunder. Mann. 4 Batterien haben wir noch über. 4 lächerliche Batterien. Und da geht es. Was ist jetzt passiert? Warum hat denn so geschrien? Ah ja. Oh oh. Lad mal nach. Achso, ist nur eine quasi eine Fackel im Wind. Was? Oh Gott, ey, erschreckt mich nicht so.
So. Wieder nach oben. Wo ist denn dieser Herrgott Vater? Ey, ich sehe es schon kommen. Wir haben keine Batterien nachher mehr. Hier liegt doch nirgends eine. Ey, das gibt's nicht. Hier rüber? Nee. Da ist Stacheldraht. Die Tür ist zu. Jo, der pinkelt. Da liegt eine Batterie. Halleluja. So. Ach, Mann, 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 Mann. Ah, guck mal hier. Sind wir hier reingekommen? Hätte der Vater nicht am Tor direkt warten können? Das gibt's nicht. Ich auch. Ach, schön. Warum auch nicht? Ach, Mann, ey. Ich werde wahnsinnig. So, Konzentration. Wo geht es lang? Die Tür ist abgeschlossen. Ich halte mich mal am Zaun. Die Tür ist ebenfalls zu. Hier ist gar keine Tür. Bänke. Hallo. So, Treppe hoch. Hier durch. Ich halte mich weiterhin am Zaun. Batterie blinkt schon wieder. Da ist der Typ, der immer noch in die Ecke pinkelt. Da oben geht es nicht weiter. Prison Block. So, abgeschlossen. Kein Fenster offen. Eine tote Wache. Das gibt's doch nicht. Bin ich von hier gekommen? Erspeichert. Oh nee. Es scheint richtig zu sein. So, ich werde jetzt erstmal ich werde jetzt erstmal keine Batterien nachladen. Oh nein, ich höre den Fetten. Ich höre den Fetten. Ich lade trotzdem nach. Oh, der steht hier noch hinter uns. So, hier sind wir sicher. Hoffe ich. Alter, dieses Spiel. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht rum. Das wäre der Horror schlechthin. Na, sag mal, um eine Ecke looten. Kann doch nie. Der hätte doch einfach nur an einem Tor warten sollen. Jetzt müssen wir hier quer über. Hier jetzt lang. So, nu? Ah, schon wieder eine Hausfassade, wa? Gucke mal nach rechts vorher. Da unten. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe den Dicken da gesehen. War aber nur ein Wassertropfen. So, geht's hier weiter. Da geht's übers Tor. Also über diese, über diesen Stacheldraht. So, ich hoffe, ich bin richtig. Jawohl, er speichert. Bricht sich vorher noch ordentlich das Bein. Oh, die Tür ist offen. Nee, die Tür ist keine Tür. So. Das ist ja eine ätzende Passage, ey. Pastor. Hallo. So, da ist Licht. Oh, Scheiße.
Komm, nimm die Beine an der Hand, Kumpel. Wie ist denn der da durchgekommen? Oh, Alter, gibt es nicht. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich sehe nichts. Drücke eher um die... Oh, guten Tag. Alter. Ganz im Ernst. Das ist nicht dein Ernst. So. Wir haben 3 Batterien. So. Okay, aber wenigstens hat er ziemlich zeitnah gespeichert. Ich glaube, wir mussten hier irgendwo... Irgendwo war doch hier Licht. Ach ne, hier war das Ding, wo wir uns versteckt haben. So, von da sind wir runtergekommen. Hä? Ich bin doch hier schon wieder am Kreis gerannt. So, dann kam der Dicke von vorne. Ich biege jetzt einfach mal hier rechts ab. Runter, bück dich, bück dich, bück dich. Oh, Halleluja. Alter. Finde Vater Martin in der Frauenstation. Frauenstation. Und das ist ja klar, dass die Tür zu ist. Alter Schwede. Dieses Spiel, ja. So, wir haben einen Journaleintrag. Nee, doch nicht. Wir haben... Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Was? Der wird da langsam wahnsinnig. Aber wenigstens können wir hier zum ersten Mal unsere Kamera weggesteckt lassen. Also dieses Nachtsichtteil. Ah, da ist ein Fenster offen. Und wir haben immer noch 3 Batterien. Super. So, jetzt sind wir an der Frauenstation. Denke ich. You saw the Wall Rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, Revelation is at hand. Neues Ziel. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Mann, der Typ ist doch... Der mobbt uns doch hier. Hoch. Benutze die oberen Stockwerke, um... So, die oberen Stockwerke. So, mal gucken, welche Abart wieder... Hier wieder mal wartet. Oh, eine Batterie. Halleluja. So, die Ecke ist sauber. Heppa. Hallo? Das was zum Durchquetschen. Naja, das sieht wieder nach dem Dicken aus. So, die Tür ist zu. Ja, ich mach mal das Nachtsichtgerät kurz aus. Wer hätte das gedacht? Wieder ein Journaleintrag oder eine Notiz. Das Geräusch in der Maschine.
Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Ein glattes und dunkles. Etwas glattes und dunkles. Etwas glattes und dunkles. Das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Okay, ich will ja nicht wissen, was da drin ist. Gucken wir erstmal hier hinten in die dunkle Ecke. Oder auch nicht. Ich gehe lieber ins Helle. Er speichert. So, was haben wir denn hier hinter der Wand? Eine offene Tür. Ein Wäscheschacht. Liegt hier vielleicht noch eine Batterie? Ah, Treppe nach oben. Was? Mann, das gibt's doch nicht. Ein Batterieverschleiß her. So. Hallo? Wer rumpelt da oben? Das ist ja wie bei mir im Wohnhaus, ey. Ah, eine Batterie. Da rumpelt und poltert der Durchständer hier oben. So, Schränke. Da geht eine Treppe nach oben. Und eine Akte. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis: Nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für den direkten Kontakt mit Patienten während und nach oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs. Ja, die bösen Deutschen wieder. Welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Zum Geier. Gut. Batterie, Batterie, Batterie. Nein. Gut, dann nehmen wir die Treppe nach oben. Was? Wie soll ich jetzt... Muss ich da jetzt hochklettern? Hä? Wie soll denn das funktionieren? Nee, das kann doch so nicht richtig sein. Okay. Die Treppe ist passé. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier einen anderen Weg finden.